Wir sind heute hier in meinem großen Percussion-Studio. Hinter mir sehen Sie die gesamte Triangle-Wand. Hier kann alles getestet werden. Ich werde Ihnen jetzt im Einzelnen alle Modelle vorführen und zeigen. Diese Schlägel kennen Sie bereits aus einem anderen Video. Das sind diese mit dem elastischen Stiel. Einmal in Edelstahl, einmal in Bronze. Und heute möchte ich Ihnen das komplette Sortiment der Triangle zeigen. Alle Modelle sind immer in 5 Größen verfügbar. 14, 17, 21, 25 und 30 cm. Das ist die Serie Classic Concert mit diesen Spitzen. Einmal in Hochglanz verchromt, identisch die gleiche Triangel in Schwarz verchromt. Ist reine Optik. Minimale Unterschiede hat vielleicht mit der Fertigungstechnik zu tun. Ich schlage sie mal im Einzelnen an. Nun mal die mittleren. Im Vergleich nochmal die zwei gleichen. Man hat also keinen Unterschied. Höchstens eine optische Täuschung. Wiederum alle 5 Größen. Die sogenannte Klassik-Konzert-Barock-Serie mit den sogenannten Schweineschwänzchen. Das Material ist länger, es ist mehr Masse und je mehr Masse, umso höher klingen sie im Klang, minimal. Man hört also schon deutlich Unterschied, es ist mehr Volumen, mehr Klang und der Klang ist irgendwie weicher. Das gleiche wiederholt sich jetzt hier, auch nochmal die mittleren Größen. Zum Vergleich nochmal die zwei mittleren. Und an einer anderen Stelle. Also wie gesagt, Klassik-Konzert Barock. Chrom, Schwarzchrom. Und hier ebenfalls nochmal eine Serie in Stahl. Da sind die silbernen, die Solisten für zeitgenössische Musik, nicht sehr hochwertige, klingen auch. Sie sind aber sehr vielseitig. Man kann auf der Wirbeln Glissando machen. Oder Dauerwirbel. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die werde ich Ihnen mal ganz separat zeigen. Das würde jetzt den Rahmen des gesamten Konzepts sprengen. Hier im Mittelfeld zwischen den zwei Feldern, Stahl, Bronze, kann man sich dann beim Test individuell die eine oder die andere Triangel rausnehmen und einhängen, um sie dann gezielt in unmittelbarer Nähe zu testen. Wir kommen jetzt zu der zweiten Generation. Einmal Stahl und hier Bronze. Glockenbronze, wie man sie von Kirchenglocken kennt. Die gleiche Legierung. Die heißen die Exoten Natur, Exoten Barock oder die goldenen Exoten. Die werden wir später sehen. Das ist jetzt ebenfalls ein Fünfersatz. Ich wiederhole nochmal 14, 17, 21, 25 und 30 cm. Ich mache mal ein Klangbeispiel. Das ist also die Klassik-Serie. Sie hören schon, wie lange die klingen. Klingt viel länger nach. Werde ich später nochmal zeigen. Die Klassik-Serie mit den Spitzen. Die gleichen nochmals, ebenfalls wie da drüben, in barocker Ausführung mit Schweineschwänzchen. Gleiche Größe, nochmal.
Allerdings haben die mehr Material durch die Länge, sie klingen weicher, wobei die ja schon weicher klingen als Stahl. Und die Barocken haben noch mehr Masse, sind noch länger, klingen noch runder, noch voluminöser, klingen allerdings etwas tiefer als die aus Stahl, aber sind sehr obertonreich. Und das ist bei der Triangel das Wichtigste. Übrigens sage ich, der Triangel, die Triangel, auf richtig Hochdeutsch heißt es das Triangel. Aber wir verwenden meistens die Triangel. Übrigens, der Begriff Triangel kommt vom lateinischen Triangulum, das Dreieck, deswegen das Triangel. Ich vergleiche jetzt noch die mittlere Größe, einmal in Klassik. Barock. Mehr rund, mehr Masse. Das ist jetzt die Edelversion, sagen wir mal. Es gibt zwei Edelversionen. Das ist die Barock, aber nochmals gehämmert, richtig handgehämmert, geschmiedet. Die sind noch obertonreicher, weil das Material einfach verdichtet wurde. Ich schlage jetzt mal vergleichsweise hier an. Nicht gehämmert. Nochmals hier. Die ist schriller, die schwirrt mehr. Und das sind wiederum die gleichen Klassik, aber vergoldet. Die goldenen Exoten, die werden nicht mehr produziert. Die Restbestände werden noch verkauft. Der Goldpreis ist so nach oben gegangen, dass die Galvaniken nicht mehr vergolden, es sei denn für die Schmuckindustrie. Der Klang ist wiederum der gleiche. Nur die Optik. Und jetzt nochmal zum Vergleich. Einmal Bronze, Barock mit Schweineschwänzchen. Und die gleiche nochmals, gleiche Größe, 21 cm. Das ist übrigens die gängigste. Stahl. Bronze. Klingt tiefer, voluminöser, aber schrille Obertöne. Die Triangeln klingen natürlich am besten in der Hand. Da ist der Körper der Schockabsorber. Man sieht das Instrument genau vor den Augen. Man kann in die Noten schauen und Dirigenten. Das ist ideal Haltung. Aber nicht immer ist die Situation gegeben, dass man alles in der Hand spielen kann. Die Komponisten schreiben natürlich nicht für zwei Hände, sondern für vier Hände. In diesem Fall habe ich vorgesorgt, hier auch wieder der Halter mit am Schockabsorber. Wenn das aber nicht reicht, dass wir auf dem Ständer spielen, habe ich jetzt hier mehrere Möglichkeiten vorbereitet, wie man individuell verschiedene Schlaginstrumente, insbesondere Triangeln, zur gleichen Zeit anschlagen kann. Entweder mit dem passenden Schlegel oder ich habe jetzt nur Trommelschlegel in der Hand oder Röhrenglockenschlegel oder Paukenschlegel. Ich kann zum Beispiel jetzt hier mit dem Trommelstecken spielen. Hier ist eine Drehsicherung, die hat den Vorteil, wenn ich jetzt hier mit einer Hand hier spiele und da spiele, kann die nicht in Rotation geraten. Ich kann sie auch leicht abdämpfen. Die Edelversion mit Lammfell ist noch weicher, es berührt noch weniger. Was ich vorhin noch zeigen wollte, ist diese Bronze hochwertige Triangel, aber mit Rillen. Ich kann die also gleichwertig für hochwertige Sachen nehmen mit
verschiedene Aufhängungen. Auch wieder mit Anschlag. Das war's. Es kommen jetzt zwei Kollegen aus Symphonieorchestern. Die werden jetzt Triangel testen und ihn vorführen aus der Literatur der klassischen Musik im Symphonieorchester. Wie angekündigt, zwei Kollegen zu Besuch vom SWR-Symphonieorchester, Franz Bach. Er hat an der Musikhochschule in Karlsruhe bei Professor Jockel Bayer und Professor Jürgen Heinrich studiert. Und Jochen Schorer hat an der Musikhochschule in Trossingen bei Professor Franz Lang studiert. Die werden Ihnen jetzt die Triangeln richtig nach Orchesterliteratur vorstellen. Viel Spaß. Der Bernhard hat euch jetzt alle Triangeln, die es hier zu erwerben gibt, vorgestellt. Wir beide, der Jochen und ich, möchten euch jetzt diese Triangeln so ein bisschen im Kontext zur klassischen Musik vorstellen. Wir haben als erstes Brahms' vierte Sinfonie herausgesucht. Ich habe mir jetzt eine Bronzetriangel ausgesucht mit 21 cm, würde dazu die elastischen Bronzeschlägel nehmen mit dem Ellipsenkopf. Ich finde einfach bei einer klassischen Sinfonie, nehmen wir jetzt Brahms oder wir haben auch Schumann, ich finde, ich sollte der Klang nicht zu direkt, nicht zu hart kommen. Und deswegen finde ich diese Bronzekombination eigentlich sehr gut. Ich spiele es euch mal ganz kurz an. Danach kommt eine sehr leise Stelle mit 16er Schlägen. Ich habe mir jetzt hier diese Triangel so sehr prominent vor meinem Gesicht aufgebaut. Aber ich finde es eigentlich im Orchester sehr wichtig, dass man die Achse Triangel oder Instrument, Notenständer und auch Dirigent verlängern kann. Deswegen ist es jetzt bei meiner Größe auch sehr hoch aufgebaut. Ich finde es immer schön, wenn man die Triangel auch richtig von vorne spielen kann und nicht von oben. Es gibt einfach zu viel Gewicht und auch zu viel Masse und dann wird der Klang sehr, sehr hart und derb. Und die Sechzehntel würde ich dann eher mit auch bronzenen Schlägeln spielen, aber eben mit den harten Stielen, um ein bisschen mehr Präzision herauszuholen. Sodass man diese Schläge ein bisschen besser kontrollieren kann. Jochen, was meinst du dazu? Ja, genau richtig, was du sagst. Ich glaube, interessant wäre es jetzt vielleicht mal zu vergleichen, was jetzt eine Stahltriangel macht, wenn wir die im Prinzip mit denselben Schlägeln spielen und auch dieselben Stellen. Und ich denke, dann hört man sofort auch einen Unterschied. Du hast jetzt den vorhin benutzt? Ja, ich hatte den entkoppelt. Den entkoppelten, genau. Okay. Mit Drehbewegung. Okay, wir machen es nochmal. Ja, genau. Man hört natürlich wirklich sehr deutlich den härteren Klang. Die nächste Stelle. Ja. Und ich denke, das ist so typisch. Jetzt am Platz hören wir einen deutlichen Unterschied. In verschiedenen Sälen kann wirklich auch ein anderes Angebot von der Triangel sich deutlich auf den Saal natürlich auswirken, auf die Akustik, dass wir mit härterem Material auch mehr in die Ferne spielen können und trotzdem noch deutlich sind. Ich denke, muss man wie immer ausprobieren. Ja, und deswegen finde ich es auch immer ganz gut. Man hat natürlich jetzt nicht 3-4 konzertgroße Trommeln auf der Bühne stehen zur Auswahl, aber bei dem kleinen Equipment, Triangel, Hängebecken, Kastagnetten oder sowas, finde ich es immer ganz schön, eine Auswahl auch da zu haben, um vielleicht auch ein bisschen auf die Bühne und die Akustik einzugehen. Genau, also Schema F bei Triangeln gibt es bei mir jetzt nicht. Ich bin auch sowieso gern am Experimentieren. Was denkst du, sollen wir mal direkt hintereinander die zwei Stellen spielen? Okay, machen wir mal die erste. Ja. Fange ich an? Ja. Okay, ich versuche es genau an dem gleichen Punkt wie du. Jawohl. Okay, dann nochmal die leisen Sechzehntel, eine Figur.
Gleich schnell gewechselt hier. Die leisen 16 finde ich fast auf der stahlenen präziser. Mhm. Trockener, aber präziser. Ja, dann lass uns doch mal in die Ouvertüre vom Nussknacker schauen. Da haben wir auch wieder die Möglichkeit, verschiedene Dinge auszuprobieren. Dann nehme ich mal eine Größe. Gleich. Genau, das wäre jetzt wieder eine Stelle. Ich denke, die kann man ganz gut aus der Hand spielen. Es ist einfach optisch natürlich auch schön, wenn man sich so als Spieler als Ganzes präsentiert, ohne Ständer vor sich im Gesicht. Okay, ich spiele mal. Ja, genau, das ist ein deutlicher Unterschied. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn der Triangel, also ist eigentlich auch fast wie bei einem Hängebecken, eigentlich das, die ganze Bandbreite der Frequenzen hat. Nicht nur Obertöne und nicht nur so einen tiefen Grundton, sondern eigentlich von oben bis unten so eine ganze Auffächerung der Frequenzen. Und das finde ich bei einer Triangel auch immer ganz schön, dass man sagt, man hat, egal ob es jetzt eine kleine, eine große ist, aus Stahl oder wie legiert, dass quasi der Ton eigentlich immer so alle Frequenzen ein bisschen beinhaltet. Die finde ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen eher auf der Obertonseite, also quasi unten ist nicht so viel da. Aber ist natürlich auch immer die Frage, für welche Musik, wenn man jetzt sagt, man hat zum Beispiel jetzt nur mit den hohen Streichern oder auch nur mit den Flöten zusammenzuspielen, ist vielleicht so ein Instrument besser. Wenn das ganze Tutti spielt, ist vielleicht eine andere Triangel, die mehr auffächere Frequenzen hat, fast besser. Genau, und bei, ich glaube, wenn man jetzt mal dieselbe Größe nimmt. Und ich finde, das ist eigentlich das Schöne bei der Triangel. Man kann, das ist so meine Art, das Stück auch zu interpretieren. Welche Größe nehme ich an Triangel? Ja, ja. Mehr hoch, mehr tief? Und wie du sagst, mit den Obertönen, finde ich, fühlt sich am Platz einfach immer sehr gut an, wenn man da ein breites Spektrum hat. Ich glaube, was dann vorne ankommt, ist oft wieder eine andere Geschichte. Der Dirigent hat ja auch einen Geschmack. Und da kann man dann meistens in Dialog gehen. Genau. Ja, vielleicht zum Schluss noch kurz, ich finde diese entkoppelten Schlägel sind sensationell und eigentlich finde ich, muss man alle Schlägel austauschen, die man eigentlich fast vorher hatte im Orchester, weil ich finde, es gibt so einen schönen freien Klang und eigentlich auch, es ist fast nochmal angenehmer zu spielen, weil auch quasi, man kann nicht so richtig kleben bleiben auf dem Stock, sondern quasi auch dadurch, dass der Schlägel ein bisschen federt, ist, finde ich, ein schöner freier Klang gegeben. Richtig. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Am Anfang ist man so ein bisschen überrascht, wie sich das anfühlt. Mhm. Aber wie du sagst, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist der Klang wirklich deutlich, deutlich schöner. Als nächstes Beispiel haben wir für euch von Strawinsky Feuervogel das Finale, das Ende. Da ist ein sehr lauter Triangelwirbel, der quasi übers ganze Orchester geht in einem dreifachen Forte, so steht es in den Noten. Und ich finde, wenn die Chance ist, wenn man einen Spieler mehr hat, dann würde ich diese Stelle sogar verdoppeln. Und mein Favorite wäre jetzt für diese Stelle eigentlich ein Stahlschlägel, einen recht dicken, auch gerne mit dem entkoppelten Stiel. Und dazu würde ich auch eine große, dicke Stahltriangel nehmen. Ich suche mir jetzt gerade mal eine aus. Das ist jetzt schon mal ganz gut laut, aber der Jochen könnte mich jetzt noch verdoppeln. Was würdest du noch dazu nehmen? Ich glaube, ich würde mal genau das gleiche Gerät benutzen. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn wir jetzt mal zwei Stahlklänge haben, die im Prinzip gleich funktionieren. Ja, es gibt deutlich nochmal mehr Volumen. Jetzt aber noch die Idee vielleicht, dass man mal mixt, dass man sagt, eine Stahl und noch eine große Bronzene dazu. Dann nehmen wir vielleicht auch nochmal dieselbe Größe, die größten Schenkel. Genau, der Ton am Platz ist natürlich jetzt total gerade direkt. Willst du mal alleine machen zuerst? Mhm. Ja, eine andere Tonhöhe auch.
Ja, das klingt nach mehr. Ja, auf jeden Fall mehr, weil man mehr Frequenzen von oben nach unten hat. Ja. Was denkst du, sollen wir mal Bronze mischen? Ja. Gut. Ganz anders. Ja, hat es zu viel Mitte und Tiefe an. Ja, finde ich vielleicht fast. Zu ähnlich auch, oder? Ja. Was passiert jetzt, wenn wir da eine andere Größe nehmen? Für einen zum Beispiel. Besser. Besser, ist besser. Ja. Ich glaube, es ist das Spektrum, was sich dann total aufmacht. Ja. Und es klingt interessant, ja. Also wahrscheinlich kann man es fast sagen, wenn man verdoppelt, dann eher unterschiedliche Materialien und Größen zu nehmen, als eine einzige gleiche Größe. Dann ist es zu ähnlich. Genau. Und jetzt gerade wirklich im Orchester tut die, weil du es vorhin gesagt hast, das kann ich absolut unterschreiben, die Triangel geht dann in wirklich lauten Stellen tatsächlich unter. Und wenn man zwei Spieler hat, wenn man zufällig noch einen Spieler hat, der in der Stelle nichts zu tun hat, ist es sicher schön. Ja, kann damit irgendwann sind auch die Grenzen erreicht. Ich kann natürlich jetzt noch den Arm dazu nehmen und irgendwie noch mehr versuchen, aber es wird dann nicht schöner, es wird eher hässlicher und unkontrolliert und alles. Also ich glaube, irgendwann hat das Instrument halt sein Maximum erreicht und dann geht es eigentlich nur noch über eine Verdopplung. Ja, und wir werden auch nie den genau selben Speed drauf haben, sondern eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Umso dichter wird natürlich der ganze Wirbel. Das finde ich super. Die Bewegung ist groß, deshalb eher langsam, aber zu zweit sind wir dann insgesamt wieder viel schneller. Ja, genau. Okay, wer hat's erkannt? Es handelt sich um die Karneval-Ouvertüre von Dvořák. Ist natürlich auch ein Parade. Beispiel für Triangel und Tamburin. Und wir wollten jetzt einfach mal auch über die Balance oder sagen wir mal das Zusammenspiel von Triangel und Tamburin sprechen. Für mich ist wichtig, dass die Balance da stimmt, also dass keiner irgendwie den anderen übertönt, weil im Endeffekt eigentlich eine Klangfarbe klingen soll. Oder man kann versuchen, das Ganze als ein Instrument zu betrachten, nicht Tamburin plus Triangel, quasi zwei Spieler separat, sondern ich denke, die Partitur spricht da auch Bände. Es ist eine Stimme, ist dasselbe. Und es ist total schön, wenn man da eine gute Balance findet zusammen. Genau, dass quasi die Instrumente sich eigentlich eher ergänzen, dass man nicht sagt, man hat jetzt ein großes, tiefes Tamburin und ein ganz kleiner Triangel, sondern dass man eher schaut, dass es quasi so in einer Frequenz sich aufhält. Und ich glaube, da haben wir eigentlich mit dieser Wahl jetzt zwei sehr gute Instrumente gefunden. Du hast jetzt eine Bronzetriangel genommen. Mhm. Man könnte vielleicht jetzt auch am Anfang sagen, man nimmt vielleicht auch eine Stahltriangel, um vielleicht ein bisschen mehr Helle oder ein bisschen mehr Schärfe reinzukriegen. Aber es gibt dann auch dann leise Stellen, wo man dann auch sagt, das muss eigentlich sehr flirrend und leicht klingen. Die können wir vielleicht euch auch nochmal vorspielen. Also ich finde, man sieht schön, dass es sich ergänzt. Es ist sehr, sehr weich, sehr, sehr zart. Und ich glaube, auch Dvořák sollte immer sowas bekommen, was alles noch irgendwie leicht, luftiges Karneval. Es ist spielerisch einfach vom Klang. Das ist, glaube ich, so die Intention von der ganzen Sache. Richtig. Ich glaube, wir müssen einfach auch darauf achten, dass man wirklich da eine Qualität liefert im Klang. Und dass es quasi nicht nur eine rhythmische Sache ist, die Ping macht, sondern man kann hier wirklich seinen Klang entfalten. Das finde ich jetzt gerade mit dem entkoppelten Schlägel da auch wieder total richtig. Genau. Eine Stelle haben wir noch vorbereitet für euch. Das ist zwei Takte vor Bertha, wer die Noten vor sich hat. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Modelle desselben Tamburins. Das eine Mal habe ich es jetzt hier in der Hand gehalten, ganz einfach am Rand mit meinen Händen. Es gibt auch diese Version mit dieser Kreuzhalterung, wo ich dann die Hände einfach das Kreuz umschließe. Und so habe ich zum Beispiel jetzt auch für einen langen Wirbel, wenn man sagt, man hat ein langes Crescendo, kann ich hier wirklich sehr lange dieses Crescendo hinziehen. Bei der anderen Haltung habe ich einfach dann, wenn ich wieder zu meiner Hand zurückkomme, ist einfach der Wirbel aus, weil dann da der Daumen nicht mehr schwingt.
In dieser Version habe ich einfach noch mal ein bisschen länger Möglichkeit, das hochzuziehen, das Crescendo. Genau. Machen wir das direkt. Und ich versuche jetzt mal nach dem Crescendo dir ein bisschen Vortritt zu lassen, damit du mit deinem Rhythmus schön rauskommst. Okay. Okay, wir wollten noch kurz über das Thema neue Musik reden, und zwar was das Aufbauen von mehreren Triangeln anbelangt. Also wir erleben es eigentlich im Orchester immer wieder, dass Komponisten für einen Spieler 3, 4 oder sogar auch mal 5 Triangeln vorschreiben. Und da ist natürlich immer die Frage, wie hänge ich die jetzt auf? Und der erste Gedanke von einem Schlagzeuger wäre jetzt wahrscheinlich, er hängt die Triangeln so auf, wie man eine Triangel aufhängt. Der Franz hat jetzt hier eine Variation gewählt, die schon sehr kompakt aufgebaut ist, auch mit diesem Drehstopp, sodass die nicht gegeneinander dengeln können, was dann im Kontext so ein bisschen störend wäre. Aber natürlich stellt dieses Setup jetzt so ein bisschen technische Probleme in den Raum. Franz, spiel uns doch mal ein kleines Pattern vor, damit wir wissen, was gemeint ist. Genau. Wir haben in der neuen Musik ja nicht jetzt, wie wir es hatten bei Brahms, einfach mal hier einen Schlag und dann wieder mal da und so weiter, sondern wir haben meistens sehr komplexe Rhythmen zu spielen. Und wenn ich jetzt einfach mal versuche, mal 16 zu spielen und die Triangel dann wechsle, wird man hier schon sehen, dass es sehr große und Bewegungen werden und dann auch teilweise nicht mehr ganz klar rauskommt, der Rhythmus. Also es ist einfach dann lange Wege und man muss rechts und links von der Triangel sich einfädeln. Also es ist irgendwie ein bisschen unpraktisch, so ist es so aufzuhängen. Also das geht vielleicht am schnellsten, diese Variante, aber ich glaube, für komplizierte Rhythmen ist es eher die schlechteste. Genau. Zumal in der neuen Musik auch oft tatsächlich so kleine Melodien stattfinden auf Triangeln mit eben diesen unterschiedlichen Tonhöhen, kann man sie auch machen. Dieselbe Figur spiele ich euch jetzt auf diesem System. Die Klangflächen sind nach oben. Es ist wie am Xylophon oder auf der Marimba. Deshalb ist man deutlich im Vorteil. Natürlich sind die Abstände immer noch groß und die Schrauben sind auch im Weg. Man kann jetzt hier natürlich auch Gewindestifte nehmen, die man mit einem Imbusschlüssel anziehen kann. Dann hat man das nicht mehr im Weg. Ich probiere es mal mit einem Paradiddle. Geht auch besser und ist wirklich bequemer, weil sie uns Schlagzeugern vertrauter ist mit der Klangfläche, die nach oben zeigt. Deshalb würde ich eigentlich diese Variation vorziehen. Wir haben aber noch eine dritte, die führt euch der Franz vor. Hier sind jetzt 5 Triangeln aufgebaut, alle so hintereinander gestaffelt. Unglaublich kompakter Aufbau, also sogar noch eine Triangel mehr als in den anderen Aufbauten. Wenn man zum Beispiel auch noch verschiedene Trommeln und ein großes Setup nebendran hat, hat man hier 5 Triangeln in einer sehr kompakten Weise aufgebaut. Und diese Figur lässt sich natürlich jetzt hier ganz bequem spielen. Auch in der neuen Musik öfters verlangt vielleicht auch mal ein Glissando auf Triangeln. Oder wenn jetzt bei Feuervogel, wie vorhin gesehen, mehrere Triangeln in Aktion sein sollen, kann man natürlich das Glissando ständig wiederholen. Bei Béla Bartók gibt es öfters die Spielanweisung Triangel mit Holzstab oder mit Holzstock gespielt. Bartók-Sonate kommt es vor, ungarische Bilder auch bei ihm. Wollte ich euch mal zeigen, welche Unterschiede es gibt bei den Schlägeln. Ich habe jetzt hier einen Maple-Stock, relativ dick. Mein Klangideal wäre jetzt in diesem Fall ein bisschen von der Höhe der Triangel schon mitzubekommen, aber auch eher einen dumpfen Anschlag des Stockes auch zu hören. Mit diesem Stock würde es so klingen. Dann haben wir ein dunkles Holz, ein bisschen dünneren Kopf.
Und nochmal ein dunkles Holz mit auch einem Kopf, der konisch zuläuft, aber ein bisschen dicker ist. Mein Favorite wäre jetzt der letzte Schlägel, weil der, finde ich, so von beiden Klängen das Beste mitbringt. Von dem Stock eigentlich so ein bisschen einen dumpfen Klang, aber auch von der Triangel so diesen obertonreichen Anschlag zum Hören, zum Klingen bringt. Das finde ich eigentlich am besten. Nochmal zum Thema neue Musik. Also wir haben immer wieder die Situation im Orchester oder im Ensemble, auch als Solist, dass wir große Setups haben, unterschiedliche Instrumente in schneller Abfolge. Da haben wir natürlich das Problem des Schlägelwechsels. Also wenn wir jetzt folgendes Beispiel nehmen, ich spiele eine laute Stelle auf 4 Tom-Toms, danach kommt ein Pianissimo-Wirbel auf der Triangel. Da gäbe es jetzt folgende Variante. Es gibt hier die Solist-Triangel mit den Riffeln. Da kann ich mit einem Schlägel einen Wirbel spielen in einer ganz leisen Dynamik. Das funktioniert dann folgendermaßen. Ich nehme an, es war für Sie interessant und aufschlussreich. Ich würde mich freuen, wenn meine Kollegen mich wieder mal besuchen würden. Es gibt viele interessante Sachen, die wir aufnehmen werden. Unter anderem ein Schlägel, der schon 30 Jahre alt ist, der wurde wieder neu entdeckt. Xenakis Pleiad, Philipp Perkussion de Strasbourg. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Gerne. Wiedersehen. Gerne.